Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Bakery Simulator. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Vor meinem Aufenthalt in Erlangen habe ich es leider nicht mehr geschafft, neue Folgen aufzunehmen, aber es geht jetzt hier weiter mit dem Bakery Sim. Ne? Get baked, bake it good. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben beim letzten Mal, soweit ich weiß, ja, einige neue Geräte gekauft. Haben uns auch hier diesen, ja, sehr schönen, aber feinen, sagen wir mal, Regalofen gegönnt, ne? Hat noch ein bisschen für Probleme gesorgt, aber der passt schon ganz gut. Wir müssen natürlich darauf achten, bei den Rezepten, hattet ihr auch geschrieben, dass wir natürlich die passende Temperatur einstellen. Ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal Klassik, um wieder ein bisschen reinzukommen. Erstmal einen Auftrag pro Tag. Wir überprüfen die und werden erstmal ein wenig, ja, ein paar Zwillingsbrötchen machen, ne? Das machen wir hier. Das ist auch direkt um die Ecke. Hier ist unsere Bäckerei. Gab auch einige Updates mittlerweile. Ich habe natürlich alles hier soweit ready gemacht. Man kann auch mehrere Aufträge annehmen. Ne? Das wäre auch schon mal ganz gut. Und ich würde sagen, wir machen erstmal der leckere Brötchen. Ne? Die machen wir jetzt. Werden wieder einiges an Dingen hier herstellen. Ich mache schon mal die passende Form hier. Warte mal. So, die brauchen wir. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier den großen, dementsprechende Schüssel. Und packen erstmal hier das Roggenmehl rein. Ne? So, wir gucken mal. Vollkornmehl, Roggenmehl ist Rye. Das Steiße stellen wir erstmal um. Wir brauchen insgesamt 650 davon. Push the button. Brauchen dann dementsprechend. Hat das jetzt hier reingepackt? Jo, alle reingepackt. Dann klappen wir das mal aus hier. Packen das hier rein. Brauchen noch Joghurt. Joghurt können wir hier nicht aufnehmen. Ne? Wir haben die Möglichkeit, hier Wasser, Olivenöl und andere Dinge aufzunehmen. Dafür brauchen wir 260 Milliliter. 260. Muss mal gucken, ob auch wieder Lieferaufträge mit dabei sind. Ne? So, da müssen wir natürlich hier reinhalten. Dann einmal rein hier. Sehr schön. Das haben wir auch. Dann brauchen wir noch Joghurt. Joghurt heißt das natürlich. Aber manche sagen immer Joghurt. Kennt ihr das? Ist, auch 260 Milliliter. So. 50. Und 60. Ne? So, haben wir fertig. Wir brauchen noch Backpulver. Hefe. Nee, wo war denn Backpulver? Baking Soda. Ne? Backpulver brauchen wir 26 Gramm. Bisschen zu viel, ne? So, jetzt haben wir den optimalen Bedarf. Wir brauchen noch ein bisschen Salz. Da brauchen wir insgesamt auch 26. So. Zucker. Ne? 13. Und Kürbiskerne. Ne? Guck mal hier. Kürbiskerne. Da brauchen wir insgesamt 39 Gramm. 30. So. Haben wir alles fertig, ne? Sehr schön. Gut, dann können wir das Ganze mal hier drauf packen und schmeißen das Ding mal an. Stellen schon mal ein auf 200 Grad. Und wie viele Minuten braucht das? Ein paar Sekunden, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Ist das schon fertig? Ja, ist gleich fertig. Können wir es ausschalten. Sehr gut. So, erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. War ja einige Zeit, wo wir jetzt hier nicht unterwegs waren. Ich war ja, wie gesagt, in Erlangen und habe die Farming Simulator League kommentiert. Deswegen habe ich nicht mehr alles geschafft, so komplett aufzunehmen. Aber ich habe mich jetzt wieder rangesetzt. Bilder Simulator läuft halt auch. Ne? Hat sich wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Und ja, jetzt können wir dann den ganzen Spaß hier fertig machen. Wie viel Sekunden braucht es denn? 45 bis 40 Sekunden. Okay, wir machen mal 40. Das sind die Sekunden, ne? 25? Wir machen mal 35. Das müsste reichen. Steht ja alles mit dabei. Bei 200 Grad, ne? So. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß mal wieder hier reinpacken. Zack. Sehr schön. Ich stelle es mal wieder ab hier. Dann pressen wir die ganzen Geschichten hier. Einmal. Zack. Bam. Können die dann jetzt hier auf das Blech packen, ne? Die leckeren Brötchen.
So. Ach nee, warte. Das muss erst so. Dann so. Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, ob die Lieferaufträge mittlerweile wieder drin sind. Müssen wir uns gleich mal angucken. Sehr gut. Ah, guck mal, sind wir schon fertig, ne? Sehr gut. So, da können wir das Teil jetzt hier, wenn wir das wieder abgelegt haben, natürlich auch wieder mitnehmen, ne? Ich nehme das mal so jetzt in die Hand. Dann schieben wir das da mal rein, ne? Ist ein bisschen buggy teilweise, finde ich. Ich finde es ein bisschen komisch. So. Das haben wir drin. Und dann würde ich sagen, let's start, ne? Wir haben noch natürlich die Hilfe. Mit Z können wir hier die ganzen Sachen soweit ready machen. Würde ich sagen, let's go, ne? Ach, herrlich, Leute. So, mal wieder Runde backen, ne? Die Donutmaschine wollten wir uns doch gönnen. Machen wir natürlich auch noch in einer der nächsten Folgen. Wenn wir das Ganze reinpacken hier und dann auch ausliefern, ne? So, gucken wir aber die Karte nochmal. Sehr schön. Und dann ist dann gleich fertig und fährt dann automatisch raus. Wenn die Brötchen hier fertig sind, ne? Wir könnten natürlich auch den anderen Ofen noch nutzen, um zwei Sachen gleichzeitig zu produzieren. Wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, ne? Oh, lecker Brötchen. Lecker Kürbiskernbrötchen. Sind die denn gut? Ich glaube schon, ne? So. Packen wir es mal hier hin. Was ich immer schade finde ist, das habt ihr auch geschrieben, dass auf Tagesbasis dann die ganzen Sachen immer zurückgesetzt werden. Also, sind die denn gut? Ja, 100%, ne? Sehr schön. Blup. Ja, dann einfach hier in den Bereich. Ich guck mal, ob man wieder fahren kann oder ob es immer noch in Work in Progress ist. Lieferung bestellen. Ja, es geht immer noch nicht. Ist immer noch Work in Progress, das wird noch komplett überarbeitet. Und ich würde sagen, wir investieren ein bisschen Geld, damit es auch 100% ankommt. Bestätigt, zugestellt, ready. So, jetzt kommen wir wieder auf den nächsten Tag. Der ultimative Workshop ist freigeschaltet. Oha. So, dann kommen wir jetzt wieder zum nächsten Tag. Und so geht das immer weiter, ne? Finde ich teilweise dafür, dass das Spiel veröffentlicht wurde, dass man es jetzt wieder rausgenommen hat, ein bisschen unglücklich, wenn ich ehrlich bin. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber okay, gut. So, wir gucken mal hier. Wir haben, glaube ich, auch noch einen... Haben wir noch den Kredit? Wirtschaft? Jetzt bezahlen. Jo. So, wir haben erstmal den Kredit abgezahlt. Sehr schön. Das heißt, hier sind wir schon mal ready, ne? Wir haben jetzt hier natürlich noch Position zurücksetzen. Wenn wir uns irgendwie festbacken. Backzubehör. Eier können wir irgendwie noch nicht dazu kaufen. Ne? Ansonsten haben wir, glaube ich, auch alles da. Ne? Sehr schön. 1000 Dollar oder Euro, je nachdem, was wir da haben, ist auf jeden Fall da. Wir können Anpassung vornehmen. Das heißt, man kann hier die Basiswand, minimalistische Wand. Und kann dann auch optisch ein bisschen was verbessern. Ne? Okay, gut. Ich würde sagen, vielleicht nehmen wir mal zwei Aufträge an. Machen einfach mal zwei Sachen, ne? Also ein bisschen steigern wieder, ne? So. Ach nee, warte mal. Tab. So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Rezeptbücher. Anruf. Anpassungen. Ja, das war's, ne? Gut. Ja, wir fahren mal fort. Wir können natürlich mehrere Sachen gleichzeitig machen, ne? Ich würde sagen, komm, wir machen einfach mal drei. In der Hoffnung, dass wir die in der Zeit auch fertig bekommen. Ne? Schauen wir einfach mal. So, wir brauchen Doppelbrötchen. Die machen wir gleich als erstes. Bestätigen. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Komm, machen wir erstmal Brot. So, Brot haben wir hier. Da brauchen wir halt ein bisschen... Wie viel brauchen wir? 3,5 Kilogramm. Ne? Dinkelmehl. Ich glaube, Dinkel war nur hier, ne? War Dinkelmehl auch hier? Nee, ne? Ich stelle es mal kurz ab. Wartet. Ich muss mal kurz gucken. Vollkornrocken. Weizen. Okay. Dinkelmehl. Wo war das denn nochmal? Butter. Rosin.
Dinkelmehl, guck mal. Dann nehmen wir einfach mal die normale Schüssel wieder, ne? Kann ich das nicht hier rausnehmen? Objekt erweitern. Gekauft. Turbomodus habe ich auch schon. Also kann ich die Schüssel jetzt hier nicht rausnehmen? Oder muss ich das da reinkippen? Das kann natürlich auch sein. So, machen wir es mal fertig. 3,5 Kilogramm. Wenn es hier reinpasst, ne? Dreieinhalb. So, Wasser brauchen wir. Water. We need water. Dann nochmal 100. Jo. Olivenöl haben wir ja auch, ne? Da brauchen wir insgesamt 350 Milliliter. Ich glaube, das passt gar nicht mehr rein hier, ne? Ne, geht gar nicht. Verdammt. Ach, wir hätten doch die große nehmen sollen. Gut. Haben wir da ein bisschen was verschwendet, ne? Schade, ich dachte, man könnte das noch damit... Ne, können wir nicht. Gut, dann nochmal von vorne. Oh, jetzt haben wir kein Dinkelmehl mehr, ne? Ach, Leute, wisst ihr was? Mann. Dinkelmehl. Kaufen. So, warte mal. Wir kaufen auch gleich noch Olivenöl. Wasser. Guck mal, schon wieder fast das ganze Geld weg, ne? So, das dauert jetzt natürlich, ne? So. Alles sofort gekauft. Wir sind, ja, jetzt nicht fast pleite, aber gut. 3,5. Wasser. Wasser können wir halt hier machen mit dem Großen. Ne? So. Packen wir das mal rein. Wasser brauchen wir insgesamt 2100. Blup. Olivenöl brauchen wir insgesamt, wir löschen das mal, 350. So, dann brauchen wir noch Hefe, Salz und Zucker. Hefe brauchen wir 35. Sehr schön. Salz ebenfalls. Und 14 Gramm Zucker. So, das kommt jetzt hier rein. Wir haben natürlich richtig viel Zeit. Wir haben die Zeit, glaube ich, erhöht, wenn ich das richtig gesehen habe. So, 7 Brote können wir damit herstellen. Das hier ist eine Teigteilmaschine. Rundes Brot. Ich glaube, das können wir gleich hier reinwerfen. Und dann funktioniert das Ganze. So, wir mixen den ganzen Spaß hier. Dauert natürlich alles immer ein bisschen. Sehr gut. So, Rundbrot haben wir, glaube ich, schon eingestellt. Ne? Wenn wir es jetzt hier reinschmeißen. Nee, ne? Das macht er gar nicht. Oder können wir hier switchen? Warte mal. So kann ich es jetzt hier nicht reinschmeißen. Rundes Brot, ne? Das ist das, glaube ich, oder? Wir müssen, glaube ich, hier in diese Teigmaschine schmeißen. So, und jetzt können wir die starten. Ne? Wir brauchen ja rundes Brot, ne? Genau. Ah, guck mal. Da kommen die einzelnen Sachen raus hier. Ja, schön, dass die Sachen auch alle auf den Boden fallen, ne? Ist natürlich jetzt auch nicht so toll, aber... Ja. Toll. Meckert jetzt hier rum, weil es nicht richtig ist, ne? Oder muss ich das jetzt hier auch nochmal reinschmeißen? Maschine für rundes Brot. Das ist ja geteilt. Aber
warte mal. Huch. Ja. Also Hygiene wird groß geschrieben hier, ne? Also ihr merkt das schon. Ah, geil. Geil, Leute. Also ich finde es mega. So, ist das jetzt richtig? Ach, guck mal. Ja, jetzt haben wir es. Schön. Toll. So, die können wir jetzt hier aufnehmen. Ich packe die mal in den normalen Ofen. Ne? Da können wir nämlich die schon mal backen lassen. Und die anderen Sachen machen wir dann gleich in den anderen Dingern hier. Aus den Spaß. So, Brot können wir schon mal backen. Muss natürlich ein bisschen drauf achten hier. So, das dauert. Würde ich sagen, nehmen wir mal direkt das nächste Rezept. So, Doppelbrötchen, ne? Rezept ändern. Ich zeige dir das jetzt nicht ganz an. Das ist auch wieder ein Anzeigeproblem hier. Wieso kann ich das jetzt... das Rezept ändern. Okay. Mit Tee war es, ne? Doppelbrötchen. Wir gucken mal kurz, was das Brot macht. Das brauchen wir noch. Okay, gut. Mit Tee kommt man es ein- und ausblenden, ne? So, wir brauchen erstmal Roggenmehl. 850 Gramm, ne? Roggen. Rye. 850. So, dann brauchen wir Joghurt. Okay, Olivenöl. 340, ne? 340. Jo. Gucken mal kurz nach dem Brot hier. Das dauert noch ein bisschen. So. Dann brauchen wir 350. Ein bisschen Joghurt brauchen wir noch. Pulver. Sieht, aber ich glaube, die Brote sind fertig, ne? Noch nicht ganz, die brauchen noch ein bisschen. Dann brauchen wir Backpulver. Wie viel Backpulver brauchen wir denn da? Sie ist alle. Ne, Backpulver brauchen wir, wo ist denn das? Backpulver, Baking Soda, da. 34. Salz 34, aber mal kurz zum Brot rüber. Oh. Ich glaube, es war ein bisschen zu lange drin. Rennys Brot. Oh, das war halt die falsche Temperatur. Ne? Das kann natürlich auch sein. Aber es ist, scheint richtig zu sein. Okay, gut. Dann lassen wir das mal so. Habe ich denn einen Fehler gemacht? Warte mal. Schon mal hier so, ne? Tipptopp. So, Backpulver haben wir. Wir brauchen noch Salz, 34 Gramm. Zucker, 17 Gramm. Und Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne brauchen wir 51 Gramm. Okay. So, den Spaß kneten wir mal durch. Zack. Das heißt, den Spaß können wir schon mal fertig machen. Die Form haben wir schon, die passende. Das sind 17 Stück. Die können wir hier reinpacken. Bei 200 Grad, 35 Sekunden. Ne? Ich stelle das Ding mal hier dahin. Ablegen, ja. Wenn das macht, wäre schön. Will er nicht. Egal. So, wir brauchen hier wie viel? 35, ne? Stellen wir mal ein hier. So, gemixt ist es. Sehr gut. Kann ich eigentlich auch das direkt hier so rausnehmen? Ne, das geht natürlich.
Geht das? Nö. Das geht natürlich wieder nicht, ne? Schade eigentlich. So. Nein! Och, er hat's einfach... Also manchmal, ne? Manchmal könnte ich echt... Dadurch, dass er immer alles zurücksetzt, ne? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Also das ist auf jeden Fall was, was mich so ein bisschen an dem Spiel stört. Jetzt mal ehrlich. Ist mir jetzt auch egal. Ich mache die jetzt so. Aber das stört mich halt wirklich ungemein, dass der alles immer zurücksetzt. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Ich spiele das Spiel echt gerne. Es macht Spaß. Es hat natürlich seine Macken, das mit den Lieferdingen. Okay, gut. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass der immer alles zurücksetzt hier, ne? Ich finde es halt maximal schlimm. Ich finde es echt schade. Weil es ist echt ein gutes Spiel. Und so Kleinigkeiten machen das dann immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen blöde, ne? So, wir schieben das mal rein hier. So, komm. Da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt das Rezept. Doppelbrötchen. Granny's Brot. Nee. Das müssen wir nehmen, ne? Granny's Brötchen. So, da müssen wir jetzt erstmal wieder aufpassen, weil das sind Rundbrötchen, ne? Runde Brötchen. So, Granny's Geschichten. So, wenn das Ding dann fertig ist, dann ist es fertig. Wir brauchen jetzt hier erstmal Vollkornmehl. Vollkornmehl ist Whole Meal. Whole Flour. So, das Geile ist, das Ding fährt automatisch raus. Das ist sehr praktisch. Jetzt haben wir noch, die sind noch überbacken, oder? Das ist natürlich falsch. Aber die sehen gut aus. Komisch halt, ne? Das ist halt echt komisch. Das ist halt echt komisch. So. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die reinkommen. Doppelbrötchen. Die kommen hier rein, ne? Die kommen hier rein auf jeden Fall. Und gucken wir mal weiter. So, das haben wir dann auch fertig. Die können wir auch gleich wieder hier reinpacken. So, die können wir auch hier oben drauf stellen. Und jetzt machen wir einmal das Vollkorn. Vollkorn hatten wir jetzt noch nicht drin, ne? 650 brauchen wir hier. Und die Zeit haben wir auf jeden Fall genug, ne? So. Das passt. Dann haben wir 260 Milliliter Wasser. So. 260 Milliliter Wasser. Milch brauchen wir auch. Milch. Full Fat Milch. Auch 260. Sehr gut. Dann haben wir Hefe. Da brauchen wir wieder 26 Gramm von. Ist nicht so viel, ne? Aber ein bisschen was. Sehr gut. Zucker 13 Gramm. Und Kürbiskerne. Die Kürbiskerne, die müssten hier sein, ne? Ne, da. Kürbiskerne brauchen wir insgesamt 39 Gramm. Ne, ist ein bisschen zu viel, warte mal. Können wir das nochmal wegnehmen? Das passt soweit, ne? So, packen wir das auch nochmal ready hier. Sehr schön. Dann haben wir es gleich in die passende Form, ne? Die müssen halt diese runden Geschichten wieder haben, ne? Cool. Die einen Brötchen haben wir ready. Ja gut, die eine Form war halt ein bisschen blöder, aber gut. Das sind dann halt Granny's Brötchen. Das sind die hier, ne? Sehr gut. Zack. So. Dann machen wir den Spaß mal hier ran. Gucken uns das mal hier dementsprechend. So, Runde habe ich diesmal eingestellt. Das sollte auf jeden Fall passen. Dann packen wir die mal hier drauf. Müssen wir natürlich gleich wieder einstellen, ne? Sehr gut. Zack. Wupp. So.
So, noch einmal pressen die Brötchen hier, dann gehen die gleich rein. Die müssen insgesamt 200 Grad bei so 25 bis 40 Sekunden. Sehr gut. Das heißt, die Brötchen gehen dann hier weg. Können wir das schon mal weglegen hier? Bleibst du da? Und dann geht's wieder ab in den Ofen hier. So, wo ist es denn hier? Geh rein da. Mensch, das ist auch irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. So. 35 Sekunden, 200 Grad. Ne? Das machen wir jetzt nochmal fertig. Das sind echt so Kleinigkeiten, die mich an dem Spiel so ein bisschen, ich will nicht sagen aufregen, aber die mich so ein bisschen stören dran, ne? Dass er immer alles auf Null zurücksetzt. Muss man da ein bisschen drauf achten. Aber alles in allem... Es ist ein feines Spiel, es sind viele Dinge, aber die mich stören, das mit den Liefern, dass es nicht geht. Dass man die immer alle Sachen wieder auf Null zurücksetzen, dass man die Sachen nicht sich so platzieren kann, sondern alles immer zurückgesetzt wird. Das finde ich halt eher schwierig. Aber gut, sei es drum. So, wir können natürlich die Kiste auch hier hinpacken, ne, wenn wir es wollen. 13 leckere Brötchen. Die sind gleich fertig. Mit unserem Schnellofen hier. Und dann können wir den ganzen Spaß ausliefern. Da, zack, geht's auf. Wäre cool, wenn das Teil vielleicht noch rausfahren würde. Nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. So, dann machen wir noch die Bestellung fertig. Na komm. So, das kommt jetzt hier noch hin. Und dann, ja, liefern wir jetzt alles aus. 1, 2, 3. Lieferung bestellen. Zack, kostet ein bisschen Geld, aber wir wissen, dass die auf jeden Fall alle angekommen sind, alle zugestellt. Wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Und ja, gehen jetzt wieder zurück zu unserer Bäckerei, wo wieder alles auf Null gesetzt wird. Ihr seht, ja, die Sachen sind wieder alle weg. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben 1700 Geld, sage ich es mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Schreibt mir auch gerne eure Meinung mal zu dem Game. Ich finde, da muss noch vieles geändert werden. Gehe ich vielleicht noch mal ein bisschen in der nächsten Folge ein. Und sage einfach mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Oh, ja, Homer.